Wir haben 15 Minuten mit dem Auto das größte Skigebiet Österreichs. Ja. Die modernsten Liftanlagen weltweit. Ja. Und das auf einem riesen Skigebiet. 180 Kilometer bist du. Mhm. Das ist wahr, ja, wenn, ja, wenn ich mich bewegen. Ja, aber das gefällt ja die Leute. Das gefällt ja die Leute. Ja, ja. Und da ist halt auch einfach nicht mehr viel los. Was jetzt ganz wichtig war in der Stadt, es fehlen noch Wegweiser. Grüß dich! Genau. Und was mir so gut gefällt, die Bütteln. Das ist gut gelungen, dass man Spannung nicht sieht. Das Gewicht nicht so. Schaut elegant aus. Ja, super geil. Na, muss man wirklich. Alle Achtung. Flair von den Stützen immer noch da. Das stimmt, ja. Schau, elektrisch springst du da, siehst du. Herrlich. Dieseldom fährt mit einem modernisierten alten. Mit unserem Corsa-Lift. Grüß Gott beinand. Corsa-Lift. Zweite Teilstrecke Duxau im Brentenjoch. Wunderschön. So herrlich. So schön ist er. Hallo? Grüß Gott beinand. Der Dieseldom ist hier oben auf der Duxeralm. Das Wetter ist schön warm, ein bisschen feucht, aber nicht der kalt. Jetzt werden wir uns den Sound der Maschine geben. Und das Schmatzen der Rollenbatterie. Macht euch den Sound. Bis gleich. Jetzt geht's dahin am neuen Corsa-Lift. Am schön restaurierten. Lauter fesche Menschen und ein Bärsch. Da, da. Grüß Gott, benannt.
Sauerei tut den Saal nicht gut. Vorhin hab ich damals noch mit einem Leonardsatz, weißt du? War ein Leonardsatz. Da habe ich einen Vorschalter gehabt mit so einem Radl, wie von einem Lok. Pedal, Anwurf, Zung, Klang, und dann hat ihn da das Laufwerk elektrisch reingekuppelt. Gell? Und der Motor mit 95 PS, mit 8 Keure haben auf dem Zahn gefliegt. Super toll. Meine, da bin ich schon. Schön. Alles neu, scharfisch. Spült alle Stickeln. Trinkplatten sind hakelig. Wunderschön. Wunderschön. Ah, da ist der Dieselantrieb, schau. Für Notantrieb, gell? Ist ein Diesel, gell? Ja. Ampermeter. Alles da. Super. Oder dann so leichte Menüführung. Sagt sich auch ein bisschen. Herrlich. Wunderschöne Anlage. Das Getriebe ist noch original. Getriebe ist noch. Motor auch, gell? Motor ist neu. Ist neu. Ja, hat die Motor. Bremsscheiben, gell? Ja. Aber wenn du da hinten reinschaust, ist ja das Tonding, wo du die Kreten auflegst, nicht? Ah ja, 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 ja. Wenn ich am Notantrieb fahre, gell? Aha, ja. Wie er sieht, ne? Wenn er bremst und wieder anfährt, ja. Das ist aber. Ist das die planmäßige? Das ist eine Sicherheitsbremse. Die ist nur im Notfall. Ja, so schalt die rein. Das heißt, wenn ich jetzt einen Ausfall an der Maschine hätte, ja, dann gangert man durch. Das geht dort nicht zu. Das ist eine SP-Sicherheitsbremse. Wenn die SP, die Betriebsbremse. Betriebsbremse bremst elektrisch. Ja? Und das ist der Tachogeber? Ja. Okay. Weil da hat es ja gegeben, wenn du dich erinnerst, in Rumänien, da haben sie die Spieleckbahn gekauft. Die ehemalige österreichische Spieleckbahn, aus der von Sölden. Ja. Und es war eine Girag-Anlage. Und die ist durchgegangen, retour. Ah, ja. Die Rumänen haben zuerst noch gehabt, das ist eine Gaude. Da gibt es einen Videofilm im Facebook. Ja, wo es noch alles aufläuft. Haben sie die nicht absichtlich gehabt? Ich weiß nicht, warum, ich mein warum das passiert ist. Die wollten sie abbauen und haben die Sessel zurücklaufen lassen und haben sie mal geschaut, was da passiert eigentlich. Ja, das war in Amerika. Ah, das war in Amerika. Aber der Unfall war im Prinzip, kannst du sagen, in Rumänien. Aha. In Suior. Aha. In das Skigebiet, in die Karpaten. Auf YouTube haben wir gesehen, ne? Ja, genau, wo die Sessel und wie die waagrecht daherkommen, gell? Ja. Aber du wirst lachen, ich war in Kapi in Kals und Schlepper gearbeitet habe. Der Dieseldom fährt jetzt mit dem Corsa-Lift wieder talwärts. Wunderschön ist die Anlage gelungen. Das Wetter ist auch schon besser geworden. Herrlich. Grüß Gott beieinander. Hallo, grüß Gott. Ja. Herrlich ist, grüß euch. Der Kachelofen ist schon angeheizt auf der Duxalm. Die ständige Bremse.
Bremserei tut da nicht gut, in der Gummis. Jetzt ist ja noch neu. Das sind Fundamente von einem alten Schlepplift. Da sieht man noch die Fundamente vom Schlepplift. Grüß euch! Grüß Gott benannt! Der Kachelofen oben auf dem Duxer Alm ist schon angeheizt. Zum Aufwärmen. Grüß dich! Der Günther hat schon angeheizt, den Kachelofen. Sehr gut, sehr gut. Ganz oben ist noch ein bisschen eine Waschkuchel, aber das macht nichts, wird schon. Ja, aber der Ring ist nicht. Der ist weg, nein, nichts. Passt schon super. Das Schmatzen der Rollenbatterien. Das ist ein Klang, das ist ein Sound. Mei, ich habe mich schon verliebt in die Anlage. Ich hab's gewusst, wie er noch ein ganzer Swoboda war, aber das ist pipifein sympathisch. Und der ganz nette Liftleiter. Die Mannschaft, herrlich. Mann und Frauschaft, so. Ganz nett. Ganz, ganz nett. Wenn ich in Pension gehe bei der Eisenbahn, wäre ich auch Liftler. Mache ich noch meinen Maschinistenkurs und dann schauen wir, was es hier gibt. Das war's in der Natur, bei Wind und Wetter. Oh je, Scheiße. Das ist jetzt deppert. Wie komme ich denn da hin? Der 14. Und die Schlüsseln hab ich. Macht nix. Ich muss nicht aufhatschen, hilft mir nicht. Ich muss nicht aufspazieren. Ich muss den hab ich. Machen wir heute eine schöne Wander. Grüß Gott benannt, der Dieseldom fährt jetzt schon wieder einmal bergwärts. Er hat seine Autoschlüsseln zwischen Stütze 14 und 15 beim Filmen der Niederhaltebatterie leider verloren. Die liegt jetzt auf der Trasse. Das hat die Lisa gesagt, da bleibt mir nichts anderes über. Öchen fahren und oben spazieren, so dermer. Mache ich heute eine Geländewanderung auch noch, wie es für einen echten Liftler gehört. Kontrollieren wir gleich die Rollenbatterien, das passt alles, rennt schön. So, Herr Mürkwitschka, jetzt machen wir ein Biefke aus Ihnen, schauen Sie ein bisschen deppert. Herrlich.
Wilmershofer Marsch spielt im Hintergrund. So schön ist er, so eine sympathische Liftanlage. Ganz sympathisch, so lieb, liebevoll gemacht. Alles sehr, sehr liebevoll gemacht. Das gefällt mir und alle haben eine Freude und die Leute sind glücklich. Ganz lieb sind sie. Nochmal erstens 6 Stunden rauf runter und dann. Wir sind jetzt in der Nähe der Stütze 14, 15 und 16. Da habe ich nämlich meinen Autoschlüssel verloren und den gehen wir jetzt holen. Die Frequenz geht schon an, spült sich schon, das Wetter ist schöner geworden. Heute am 1. Mai 2015. Ich glaube, jetzt steigen die Buben mit den Rollen ein, kann das sein? Ja, die Wahrheit. Die führen jetzt die Liftrollen oben. Doch, haben sie einen Rucksack da oben an den Haken gemacht. Ja, das ist für die Fahrradtransporter, genau, weißt du? Die Vorbetriebsmittel für die Fahrräder sind mit den Streifen gekennzeichnet. Genau, mit der Schutz auch da ist halt auch. Und jetzt kriegen wir noch welche, die werden mit Hundeboxen ausgerüstet. Was ist das? Ja, dass man einen Hund mitnehmen kann in den Lift. Wie willst du das machen? Wie es geht, weiß ich nicht, aber sie haben in der Werkstatt schon. Na oh ja, statt der Sitzfläche magst du eine Hundebox. Ist ja kein Problem. Du kannst gleich einen Korblift bauen. Jetzt! Yeah. Kennst du den Film Mario? Habe ich eingestellt. Mir ist eh scheißegal, es passiert auch nichts. Wenn sie ins Kreis bleibt, sie eh stehen. Ist ja nur niederholt. Sie ein, am Nachmittag läuft sie wieder, aber das ist wurscht. Aber sie wogelt.
und sie fährt auch Sessellift. Ciao. Ist das ein Schelti, gell? Ist das ein Schelti, gell?